Ganz herzlich willkommen hier, zumindest im Herzen von Zürich. Daniel Kaper und ich sind von der Firma Raumgleiter und wir möchten euch so in der nächsten Dreiviertelstunde auf eine Reise mitnehmen, von der Zukunft bis in die Vergangenheit und wieder zurück, um mal ein bisschen zu zeigen, was so ein aktueller Stand ist, wo die Themen könnten hingehen könnten, woher das auch kommt und mal einen Überblick geben, was im Moment in der Digitalisierung am tun ist. Ich möchte starten mit einem allgemeinen Ausblick, und zwar ist der Titel 2050. Also das sind 32 Jahre. Früher ist mal das Jahr 2050 ist so weit weg, damals noch in den 90er Jahren, da haben wir das Gefühl gehabt, das ist so weit weg. Inzwischen sind es noch 32 Jahre, also es ist nicht mehr so weit. Und es stellt sich natürlich unsere Frage, wie sieht die Zukunft aus? Wenn wir in die Zukunft schauen würden, wären wir jetzt nicht da, dann würden wir mit sehr viel Geld irgendwo wahrscheinlich in den Bahamas sitzen. Nichtsdestotrotz sind es natürlich Fragen, die beschäftigen. Ich habe also als Einstieg, das ist ein Bild, ich denke, es hat mit dem Film vom Einstiegsbild zu tun. Also es ist ein Bild aus Star Wars, das ist ein Coruscant, das ist eine Stadt, die besteht aus 27 Ebenen. Also da geht es wirklich, die haben 27 Stockwerke und das ist die oberste Ebene. Das sind so Visionen aus Film. Und wenn man zurückschaut in der Filmgeschichte, merkt man auch immer, wie gut das eigentlich so Film irgendwo doch tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Man denkt an ein iPad, das wir im Space Odyssey bereits gesehen haben. Eins zu eins das Design, das hat heute jeder fast dabei. Also das sind so Sachen. Und es ist wahrscheinlich eine übertriebene Version. Aber es stellt sich natürlich die Frage, Was sind die Technologien? Wie gross werden die Städte? Zürich ist eine kleine Stadt, das ist nicht relevant, aber da hat es ganz andere grosse Städte. Dann, was sind so die Schlagwörter von der Zukunft? Das ist am einen ist ein Touchless Interface, da ist Google dran, da ist Amazon dran mit der ganzen Sprachsteuerung. Und immer, wenn man weiss, dass so die grossen drei, wenn Facebook auch noch dabei ist, dann wird sicher etwas gehen in die Richtung, etwas Grosses auch werden. Eben gerade heute mit dem Touch-Interface, das ist schon mal ein erster Schritt, ist aber extrem umständlich. Und wir werden in der Zukunft mit unserem Computer eigentlich nur noch reden. Also wir werden dem nur noch sagen, was wir gerne hätten. Wir müssen keinen Befehl mehr müssen, wir müssen nicht mehr klicken. Das wird mit der künstlichen Intelligenz wird das in näherer Zukunft bereits kommen. Dann hat es Paketversand per Drohne, das ist Amazon im Moment ja dran. Onlinehandel, dass 25% von allen Geschäften werden online abgewickelt werden. Das ist etwas, was man bereits jetzt stark spürt. Amazon ist bereit, so weit, ich weiß nicht, ob das die einen oder anderen wissen, wenn ich bei Amazon durchscrolle, die haben eine komplett digitale Kette. Also da ist das Lager verknüpft mit der Homepage. Amazon ist der grösste Provider, der das anbieten kann. Wenn man mit der Maus länger als 5 Sekunden über einem Objekt bleibt, wird bereits im Hintergrund im Bestellprozess ausgelöst. Also es wird bereits aus der hinteren Lagerebene verpackt, automatisch vorgekodert, dass es parat ist, wenn man dann bestellt. Das macht auf einen einzelnen Markt das keinen Sinn machen. Wenn man jetzt das Produkt anschaut, haben das aber hochrechnet mit Millionen von Kunden, ist das ein sehr effizientes System, um immer die richtigen Trendprodukte an Lager zuvorderst vorne halt, zum schnell können verschicken. Nanotechnologie, das ist ein Thema. Da wissen wir selber noch nicht genau, wo das wird hinführen in Zukunft. Da ist man auf vielen Ebenen am Forschen. Da sind aber auch sicher noch nicht alle Gefahren ausgemerzt. Also es ist nicht nur heile Welt Digitalisierung, es hat definitiv auch Gefahren rum. Und dann ja, Big Data, das ist im Moment wieder mal in allem Mund. Facebook, Post, die wieder Daten verkauft, das ist eine Zukunft. Also wer am Schluss Daten wird besitzen, das werden die grossen Player sein, die das Geld haben. Eben, da ist Google. Es ist nichts gratis mehr heutzutage, das war es noch nie gewesen. Man kommt einfach, man gibt halt Daten und kommt etwas anderes über. Dann, was heisst das in Bezug auf die Architektur? Schlussendlich reden wir auch dort von einer digitalen Produktionskette. Das fängt von der digitalen Planung an. BIM ist das Schlagwort im Moment. Wir nennen es lieber VDC, also Virtual Design and Construction. Da wird der Dani nachher noch etwas dazu erzählen. Das ist einmal der ganz digitale Lebenszyklus, also der digitale Zwilling, den wir aufbauen. Der nützt uns aber eigentlich nur dann etwas, wenn wir auch sagen, wir gehen nachher automatisch Daten raus auf die Baustelle. Das geht in Roboterfabrikation, also Teile vorfabrizieren.
automatisieren. Also Amerika ist da sehr viel weiter bereits. Die haben einen einfachen Grund, die müssen nicht nur 3 Stockwerke bauen, die können einfach irgendwie 25 Stockwerke gleich bauen. Dann lohnt es sich auch, zum gewisse Teile vorfabrizieren. Wir haben in der Schweiz nach wie vor einen schönen, hohen Architekturstandard. Das ist auch Qualität, das lassen wir uns dementsprechend natürlich etwas kosten. Jedes Haus ist individuell. Ich denke aber, gerade mit der Digitalisierung können wir eben auch so Lösungen nachher abholen. Ja, und nachher geht es dann in automatischen Betrieb, also Facility Management, wo im Moment auch Ansätze sind. Dort haben wir diverse Themen, da komme ich dann nachher noch dazu. Wie nimmt man also Gebäude auf? Wir haben im Moment wir haben Neubauten, aber irgendwie 80-90% oder noch mehr ist Bestand. Also da wird auch in den nächsten 20 Jahren nichts passieren, das ist gebaut. Und da geht es dann darum, wie bringen wir eigentlich die Digitalisierung auch in bestehende Gebäude rein. Und dann auf der grossen Ebene fangen wir an, also vom Kleinen, das Smartphone, das muss ich nicht viel erklären, das hat inzwischen fast jeder wahrscheinlich jemand zuhause. Das geht im Trend zu Smart Home, Digitalstrom, diverse andere Anbieter, die da am Vorpreschen sind, Automatisation, dass man kann heimkommen, etwas sagen, ja, der Wasserkocher weiss schon, wenn er muss kochen am Morgen. VZUG hat ein System, da kann man das Pizza-Rezept aufrufen im Internet, nachher zieht man es nur richtig in den Backofen, dann tut er automatisch vorheizen. Der Steamer, da rührt man heute nur noch die rohen Zutaten rein, drückt einmal Nudeln auflauf, der ist nachher fertig. Also das sind Tatsachen, die es schon gibt, auch da wird natürlich noch etwas gehen. Und dann das Ganze verbunden wird irgendwann zur Smart City, also das ist die Thematik, da redet dann die Häuser auch miteinander. Und die ganzen Logistikzentren und alles, was miteinander vernetzt wird. Internet of Things ist ein Thema, der digitale Arbeitsplatz, digitales FM, also dass dann die WC nur noch gereinigt werden, wenn sie wirklich gebraucht worden sind. Also dass man weiss, nach 100 Mal den Sensor anschlagen von der Tür, geht einer schauen. Dann hat es WC, wo man vielleicht mehr muss reinigen, aber andere, wo man viel weniger muss reinigen. Schlussendlich ist es alles Zeit und Kosten. Und das ist der Hebel, den wir haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Vorteil von der Digitalisierung, also dass man da sehr viel früher agieren können und das Ganze auch kostengünstiger machen. Dann habe ich hier eine Visualisierung, wir arbeiten noch viel für die SBB, das ist eigentlich ist ein internes Projekt, das sie haben, das ist der Bahnhof der Zukunft. Das ist zusammen mit Meinungsforschungen und Umfragen, die sie da gemacht haben, um wirklich den Bahnhof der Zukunft so abbilden. Es hat verschiedene Schlüsselpunkte drin, also selbstfahrende Autos über die Hochbahnen. Das ist nicht alles so, wie es eins zu eins aussieht, aber das ist tatsächlich ein Trend, der auf Seiten der SBB so erkannt wird und wird umgesetzt werden. Oder zumindest einmal als digitale Vision. Bis man die sehen wird, wahrscheinlich noch einen Moment gehen. Und ich frage jetzt ein bisschen provokativ, ich habe jetzt ein bisschen erzählt, wie das könnte aussehen und frage mal, ist das denn alles so möglich? Reden wir da von einer Utopie, übertreibe ich völlig, weil wir einfach in dieser digitalen Welt zu Hause sind und ich keinen Blick habe in die Zukunft und so in der realen Welt verlieren, was man ja so ab und zu, wenn man zu viel im Bildschirm schaut, so ein Eindruck könnte haben. Ich möchte aber mal schnell 35 oder 37 Jahre zurück, mal die 80er Jahre. Ich denke, die einen oder anderen kennen sicher noch die. Der Herr sollte auch noch ein Begriff sein, das ist einer der ersten Apple-Computers, das ist Steve Jobs. Das sind nur 37 Jahre zurück, also wir gehen jetzt einfach so viel zurück, wie wir vor der Vision zurück sind. Wir haben im 82 das erste Auto gehabt, also das erste kommerzielle, grosse CAD. Heute immer noch im Einsatz, selbst wir arbeiten auf solche Software. Im 82 ist der Disney Tron, ich weiß nicht, die einen oder anderen werden den gesehen haben, ein bahnbrechender Film eigentlich von der Entwicklung. Und dann im 84 bis 88 ist die Entwicklung von TCP/IP, das ist das Internetprotokoll, heute nach wie vor der Standard. Also wir haben da eine rasante Entwicklung gemacht. Und auch im 92 bereits das erste Smartphone. Also die Entwicklung geht rasant durch. Und wenn man so zurückschaut, habe ich das Gefühl, das könnte durchaus ein Trend sein. Also die Kurve wird nicht flächer werden. Da werden wir gleich weitermachen. Und dann möchte ich eigentlich so in die Gegenwart springen, so 2001 bis heute. 2001 ist nicht eine zufällige Zahl, das ist das Gründungsdatum von der Firma Raumgleiter. Also
Uns gibt es inzwischen seit 17 Jahren. Ganz kurz, schnell zwei, drei Fakten zu uns. Es gibt uns seit 2001. Wir sind, ich sehe gerade 28 Mitarbeiter. Das war Anfangsjahr. Wir sind inzwischen 32 Mitarbeiter. Wir haben etwas über 4'000 Projekte gemacht und die schon bei uns im Büro waren, sind der eine oder andere weiss, dass wir haben etwas über 25'000 Legosteine im Büro. Das ist so ein bisschen das Hobby. Und jetzt möchte ich eigentlich konkret werden und wirklich auf die Architektur auch gehen und einmal die ganze Digitalisierung so ein bisschen abbilden, erklären. Was ihr hier seht, ist eine Grafik von dem ganzen Lebenszyklus, also von dem digitalen Lebenszyklus von einem Gebäude, wo man auch überall kann eingreifen. Das fängt relativ früh an, das ist in der Konzeptphase, wo man auf einem Städtebauvolumen kann digital sehr schnell, sehr effizient Studien machen, Kostenberechnungen machen. Da erzählt Dani nachher noch etwas über den digitalen Wettbewerb. Also wir haben dann überall nachher auch ein Beispiel dabei. Das geht weiter bis zum detaillierten Design. Das ist mit den Analysen, also da kann man Kosten rechnen, da kann man aber auch Softfacts rechnen, da kann man Qualität von Grundriss analysieren heute mittels künstlicher Intelligenz. Also wie gut ist ein Grundriss belichtet, wie gut ist er auch von der Erschliessung her, wie gut funktioniert das. Das sind Faktoren, die ein Mensch fast nicht mehr kann auswerten kann. Dann reden wir immer eigentlich in dieser Phase noch vom digitalen Zwilling. Also das ist der digitale Zwilling, den man vor dem Bauen digital mal aufbaut. Also wir bauen alles im 3D auf, wir lösen das Problem bereits, bevor es auf der Baustelle löst. Ich komme ursprünglich aus der Bauleitung mal her. Wir haben damals einen Schnitt so durchgehauen und die Ecke haben wir mit dem Spitzhammer gelöst auf der Baustelle, weil einfach niemand in seine Ecke gedacht hat. Und es hat zwar schön funktioniert und die Architekten wissen, dass man leitet den Schnitt durch die schönen Ecken. Und dort, was dann und es hat halt immer wieder Böcke drin gehabt. Auch 2D-Planung, eine Kreuzung zwischen der Lüftungsleitung und dem Abwasserrohr funktioniert auf dem Plan extrem gut. Sobald man aber merkt, ja, die Decke ist noch 40 und wir haben schon 35 Lüftungskanal, wird es eng. Das funktioniert natürlich im Dreidimensionalen nicht mehr. Oder? Man kann sehr viel einfacher und sehr viel früher Cluster Detections ausführen, wirklich Leitungen überprüfen, wo funktioniert es. Man kann Türen überprüfen. Das macht nicht einer von Hand, sondern das macht der Computer, schaut einfach, jede Tür geht sie auf oder nicht. So banal, dass es tönt. Aber das kommt immer wieder vor. Man muss immer wieder Wände rausnehmen, man muss immer wieder korrigieren. Das kostet und braucht Zeit. Und dann geht es eigentlich weiter zu der Fabrikation, digitale Fabrikation. Das ist im Moment, sage ich mal, der Roboter wird nicht auf die Baustelle kommen, einmal nicht in den nächsten 15 Jahren. Was aber kann passieren, ist, dass der Roboter vorgefertigte Bauteile produziert und die dann im Gesamten rauskommen. Also Wandelemente vorfabrizieren und so, das ist gang und gäbe. Also Gramazio Kohler, die macht das also dort ja recht fancy, sage ich mal. Aber da hat es natürlich auch Standardprodukte, die man da kann einführen kann. Und noch eine neben Konstruktion, das geht von Bauablaufsimulationen bis zur automatischen Überwachung. Kibag hat ein System im Einsatz, die machen automatisch mit den Drohnenüberflügen, um zu schauen, wie viele Baugruppen, Aushub muss man noch machen. Also lange das noch, braucht es noch 2 Tage, braucht es noch 3 Tage, Kapazitätsplanung. Und dann eben der Bereich Operation Maintenance, Facility Management, wo man die Daten dann auch brauchen kann, Sensordaten, die ganzen technischen Daten, Wartungen. Und im Ganzen von dieser Geschichte steht eigentlich immer das 3D-Modell, oder je länger, je mehr das 3D-Modell. Das ist einmal eine Übersicht einfach mit verschiedensten Produkten, die jetzt bei uns in der Produktpalette sind, wo man auch sonst noch anhängen kann. Also ihr seht, es hat einen Input, es hat einen Output, also gewisse Sachen gehen ins Modell rein, es gehen gewisse Sachen auch raus. Das ist im Zuge von dieser ganzen BIM-Thematik auch immer wieder eine Standardfrage. Also was haben wir für Standards, die reinkommen, die rauskommen. Wir werden je länger, je mehr Schnittstellen müssen definieren. Also es geht uns, und ich glaube niemandem, keinem Hersteller darum, ein proprietäres Produkt zu entwickeln. Da wird niemand auf dem Markt überleben. Es wird darum gehen, möglichst offene Standards zu definieren, möglichst viel reinlesen können, etwas rausgeben, verarbeiten, wieder reinlesen und auch wieder weitergeben. Und es hat so viel verschiedene Plugins, Anbieter von Technologien, also wir haben mit Luzern, mit dem Stadtmodell zu tun, wir haben mit Archilyse zu tun, die Grundrissauswertungen macht. Und am Schluss sind das eigentlich Standards, die wir jetzt definieren müssen, wie tauschen wir so Dateien aus.
Ein IFC ist ein erster Standort, das ist aber noch längst nicht alles ausgeschöpft dort. Und jetzt, zum Weitergehen, ich möchte ein paar Punkte da rauspicken, um ein bisschen erklären, was man machen könnte, wo wir auch dran sind, so ein bisschen mit zu arbeiten. Das erste ist der 3D-Scan, und zwar aus einem einfachen Grund, weil das eine Technik ist, zum 3D-Modell zu generieren. Also die Frage ist, wie kommen wir zu diesen 3D-Modellen? Das eine ist die klassische Modellierung, wo jemand dran sitzt, vorzugsweise der Architekt. Also das muss nicht eine 3D-Firma sein, das ist eigentlich... In Zukunft wird es so sein, dass der Architekt das kann machen, sollte auch können machen, die 3D-Planung. Aber wir haben eben, wie gesagt, 90% Bestand in der Schweiz. Wie nimmt man so etwas auf? Und eine der Lösungen ist eine sogenannte Fotogrammetrie. Das ist mittels Fotonen, also ich muss mir das vorstellen, wie wenn man im 3D-Kino sitzt, dann hat man einen Augenabstand, der definiert ist. Und dann hat man zwei Bilder und aufgrund von diesen Bildern kann man eine Tiefe berechnen. Wenn man jetzt das macht mit 4.500 Bildern von einem Areal, kann man ein 3D-Modell ausrechnen. Das sieht dann etwa so aus, also da fliegen wir mit Drohnen ein Gebiet ab. Das sind 3.500 bis 4.500 Fotos. Man kann es ergänzen mit Bodenaufnahmen, mit Laserscans, also man kann da eine sehr hohe Genauigkeit auch erreichen. Der Vorteil von dem System ist, es ist abhängig, was man will. Also wir können definieren, wenn wir den Fensterrahmen wirklich sehen im Detail oder wenn wir ein gesamtes Areal scannen, also die Möglichkeiten haben wir. Es ist sehr, sehr flexibel. Und nachher sind wir dann da drin, dass wir es so umrechnen können und können eigentlich so 3D-Modelle rechnen. Ich denke, jeder von euch hat schon mal Google Maps gesehen. Die haben das ähnliches, also eigentlich vom Prinzip her das gleiche Verfahren. Die gehen mit Flugzeug drüber. Die haben eine sehr höhere, also gröbere Auflösung. Und das ist eigentlich das gleiche Patent angewendet auf, ich sage mal, auf Areal. Man hat die Möglichkeit, auch Innenräume zu scannen. Also wir haben auch schon mit Google etwas sogar für Google mal können machen, aufnehmen. Die Steine am Rhein, das ist ein Bürogebäude, wo man dann eben mittels Laser und der Fotogrammetrie können so aufnehmen. Das geht um Bestand, das geht aber auch nachher um Konfiguratoren, Platz ausmessen, Büro ausmessen. Die Archäologen brauchen es extrem viel. Also die haben sehr viele Sachen, wo sie einfach heute schon sagen, wir wollen das gar nicht alles aufzeichnen, sondern die haben wirklich von Hand an einen Plan zeichnen. Die gehen heute schon sehr viel mit dieser ganzen Geschichte da durch. Also es ist wirklich auch eine Bestandesdokumentation. Und wenn wir jetzt mal den Bestand aufgenommen haben, nachher wollen wir etwas schaffen mit dem. Und jetzt würde ich gerne an Dani Kapper übergeben, um mal also die ersten Phasen eigentlich zu erklären, was wir da in den letzten Monat oder die letzten Jahre können machen. Ja, ich möchte euch auch nochmal recht herzlich begrüßen. Guten Abend. Ich erzähle was zum digitalen Architekturwettbewerb. Aber bevor wir wieder ins digitale Zeitalter hüpfen, möchte ich noch ganz kurz einen Exkurs machen in die analoge Zeit. Also das Wettbewerbswesen, wie wir es heute kennen, geht eigentlich zurück bis ans Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts. Damals hauptsächlich für Gebäude des öffentlichen Interesses, Theater, Universitäten, Schulen, Rathäuser, Museen. Und hier sehen wir ein Beispiel aus Hamburg. Das ist das Rathaus zu Hamburg. Damals war der Wettbewerb 1885. Und man sieht eine perspektivische Darstellung, sehr skizzenhaft, sehr detailliert, aber letzten Endes ging es eigentlich darum, ein Konzept zu transportieren. Das ist aus dem gleichen Wettbewerb ein anderes Projekt, sieht auch wieder ähnlich aus, auch wieder sehr detailliert, aber man hat keine Materialien, man hat eigentlich keinen großartigen Schnickschnack, bis auf die Architektursprache vielleicht, aber es ist so, dass eigentlich über skizzenhafte Darstellung eigentlich Architektur und die Idee von Raum transportiert wurde. Jetzt springen wir wieder in die heutige Zeit. Eigentlich bis in die 80er Jahre war es so, dass man eben auch handgezeichnet hat. Im Prinzip hat man mit Modellen gearbeitet, Linien, die man gemacht hat, waren Linien, Punkte waren Punkte, Schraffuren und es waren eigentlich keine Daten hinterlegt, sondern es waren eigentlich nur die Repräsentationen auf einer 2D-Fläche.
Heutzutage baut man Umgebungsmodelle, man macht Arbeitsmodelle, es gibt Präsentationsmodelle für einen Wettbewerb, wo es vielleicht irgendwie 100 Teilnehmer gibt und so ein Modell vielleicht irgendwie 25, 30 Kilo wiegt, hat man irgendwie 3 Tonnen Gips, der verarbeitet wird, um da die Einsatzmodelle für die Architekten bereitzustellen. Und dann ist es so, dass Pläne produziert werden, die eigentlich immer aufgeladener werden, die schlecht lesbar sind, die möglichst versuchen, alle Informationen, die es gibt, auf einem Blatt zu vereinen. Und ist es so, dass man einfach sehr subjektiv auch mit solchen Darstellungen umgeht und jeder liest da vielleicht auch was anderes. Und es ist eigentlich nicht so, dass sich von vornherein erschließt, was der Verfasser damit eigentlich kommunizieren möchte. Und dann ist es so, dass es natürlich auch viele sehr gute Visualisierungen gibt, die sind jetzt nicht von uns, aber sie zeigen eigentlich sehr schön, was passiert. Man fügt eigentlich am Ende von so einem Wettbewerb noch wie irgendwelche Kunstwerke hinzu. Also es werden Bilder produziert, die eine Wirklichkeit vielleicht sogar auch vorgaukeln, die möglicherweise dann später gar nicht so existiert. Also es sind eigentlich Bilder, die für sich stehen können, die eine Story verkaufen. Aber die Frage ist, die Fassaden, die man da sieht, sieht das auf der Hinterseite genauso aus? Ist es genauso durchdacht wie eigentlich das, was man da vorne zeigt? Oder möchte uns vielleicht so ein Bild auch ein bisschen blenden? Und The Future Has Just Begun meint eigentlich, dass wir heutzutage versuchen wollen, mit den digitalen Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen, zu arbeiten und trotz neuer Technologien versuchen, wieder uns ein bisschen auf das zu besinnen, was wirklich relevant ist für eine Entscheidungsfindung bei einem Wettbewerb. Das sind Aufnahmen von einem Wettbewerb, den wir letztes Jahr organisiert haben, in 2 Phasen. Es war ein eingeladener Wettbewerb mit 8 Architekturteams. Es gab die Phase Development, Städtebau und Stadtraumgestaltung und die Phase Design, Architektur. Und es ging einfach darum, in dieser frühen Phase schon mit 3D-Modellen zu arbeiten. Das, was wir damit machen wollten, waren die Projekte auswerten, also die Daten, die eigentlich in den Modellen enthalten sind, nutzen für eine Entscheidungsfindung. Und wir wollten eigentlich auch die Projekte dann bis in die Präsentation mitnehmen und der Jury ermöglichen, dass sie interaktiv eigentlich auch bei der Bewertung der Beiträge mit den Modellen arbeiten können. Die Ziele eigentlich von dem digitalen Wettbewerb, ganz klar besserer Fokus auf das Wesentliche, also wir wollen uns wieder reduzieren, wir wollen eigentlich die Projekte besser miteinander vergleichen können, also Stichworte Transparenz, Nachvollziehbarkeit sind sehr wichtig. Dann das interaktive Erleben, also eben nicht nur das statische Bild, sondern das bewegte Modell. Interaktives Kombinieren, also bei dem Projekt war es sehr wichtig, weil es eine Arealüberbauung war, dass man auch schauen konnte, was bedeutet das, wenn ich Beiträge unterschiedlich miteinander kombiniere. Dann, dass man eine bessere Entscheidungsgrundlage hat und über die wesentlichen Dinge spricht. Ein sehr wichtiger Punkt, kommunikative Zusammenarbeit. Also jetzt, wo wir neue Technologien zur Verfügung haben, fangen wir an, auf eine andere Art und Weise miteinander zu sprechen. Oder man hat plötzlich eigentlich noch eine weitere zusätzliche Ebene, über die man diskutieren kann. Und es soll natürlich so sein, dass man das, was man erarbeitet hat, wirklich als Basis hat für die weiteren Planungsphasen. Also die Informationen sind nicht nur als Punkt und Strich auf einem Papier oder in einer Excel-Tabelle vorhanden, sondern die sind den Bauteilen hinterlegt und im besten Fall kann man Modelle nach einem Wettbewerb auch weiterverwenden. Und nicht zuletzt natürlich das Sparen von Zeit und Kosten, weil man einfach schneller mit den wesentlichen Infos arbeitet und auch Sachen sehr schnell für alle verständlich darstellen kann. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung vom Prozess. Also wir hatten im Prinzip übergeordnet diese 2 Phasen. Wir haben zur Vorbereitung haben wir eigentlich alles sehr genau überlegt. Also man muss sich eigentlich über die Zieldefinition sehr klar sein. Also wo möchte man hin und warum verlangt man etwas? Die Bearbeitung durch die Teilnehmer hat dann relativ schnell 3D stattgefunden. Viele haben gar kein physisches Modell gebaut, sondern haben eigentlich gleich angefangen zu modellieren. Dann im 3. Schritt die Auswertung.
Und Aufbereitung der Daten hat eigentlich weitestgehend automatisiert stattgefunden. Also ein bisschen Nacharbeit ist nötig gewesen, aber letzten Endes war es so, dass, wie Matthias das schon gesagt hatte, dass eigentlich Datenformate ausgetauscht und weiterverarbeitet werden. Und letzten Endes dann Punkt 4 eigentlich immer dieses interaktive, virtuelle Arbeiten mit den Entwürfen. Und die gestrichelte Punktlinie, die sagt nochmal, wir wollen einen kontinuierlichen Zuwachs an Informationen. Also im Prinzip ist es eine Kette, die wir eigentlich weiterverfolgen wollen. Das sind die Skizzen, die wir an die Teams ausgegeben haben. Also was verlangen wir in der ersten Phase Development, was verlangen wir in der Phase Design? Man sieht, in der Phase Development sind es eigentlich in Geschosse gegliederte Volumen und der Außenraum, der gegliedert ist, aber letzten Endes eigentlich sehr überschaubar. Dazu kamen noch Angaben zur Nutzung, aber letzten Endes kann man eigentlich damit schon sehr viel Berechnung anstellen und man kann eigentlich darüber diskutieren, ist das ein guter Städtebau oder ist das ein schlechter Städtebau. Und in der nächsten Phase dann eben eigentlich das detailliertere Modell, die Architektur, die Fassade, die wir dann in der Tektonik bekommt, Vor- und Rücksprünge, also das Bild, was man da rechts oben in der Ecke sieht, hat mich wieder so ein bisschen erinnert an das Bild, was ich am Anfang gezeigt habe von dem Rathaus in Hamburg. Also diese entmaterialisierte Darstellung von der Architektur, aber hier plötzlich als 3D-Modell und so, dass ich es bewegen kann, dass es keine dunklen Ecken gibt. Also ich kann mir wirklich anschauen, funktioniert das Gebäude. Ich kann in den Grundriss reinspringen und wenn ich das möchte, kann ich auch 2D-Grundrisse und Schnitte daraus generieren. Das ist noch eine Darstellung, die zeigt, dass die Daten, die wir aus den Modellen gewonnen haben, dass wir die dann auch weiterverarbeitet haben, dass wir die visualisiert haben und dass man auch die Daten interaktiv schnell miteinander vergleichen kann. Es gibt da verschiedene Tools, Power BI, Tableau, also eben Daten, die ich generiere, die ich schon auch teilweise in Excel weiterverarbeite, die kann man hier plötzlich miteinander vergleichen. Ich möchte trotzdem noch diesen Hype-Zyklus zeigen, den gibt es eigentlich für jegliche neue Technologie, die sich darauf abbilden lässt, ob das jetzt die Digitalkamera ist oder Virtual Reality oder meinetwegen auch das Navigationsgerät. Also es ist so, dass es eigentlich Erwartungen gibt, die eigentlich immer mehr steigen. Und es ist dann aber häufig so, dass man dann schon erstmal in so ein Tal der Ernüchterung fallen kann. Wir haben das zumindest nach Abschluss der ersten Phase, gab es auch Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Ich finde es immer wichtig, dass man das sagt, weil sonst hat man immer das Gefühl, alles läuft perfekt. Also wir haben gedacht, man kann auf Knopfdruck alle Infos haben und die sind schon plötzlich sortiert und die Modelle sind, weil wir alles so gut vorbereitet haben, fehlerhaft, aber letzten Endes war das dann doch nicht so und dann kam aber wieder die Kommunikation dazu, wo ich schon gesagt habe, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Und die Erleuchtung hat schon auch stattgefunden. Also wir haben halt gemerkt, dass wir wirklich sehr klar formulieren müssen, was wir wollen und dass wir eigentlich auch den Teams oder allen, die da mitmachen, erklären müssen, warum wir was machen. Und man muss nicht alles in 3D verfolgen, also man kann durchaus auch sagen, es gibt Sachen, die kann man im 2D darstellen. Also wir haben einfach gemerkt, man muss wirklich das machen, was wesentlich ist und auch da in der Durchführung haben wir gesagt, kann man reduzieren. Und mittlerweile würde ich sagen, sind wir tatsächlich auf dem Weg zumindest zum Plateau der Produktivität, weil dieser eine Wettbewerb ist jetzt nicht der letzte, sondern es sind eigentlich drei weitere, die wir jetzt gerade mittlerweile parallel begleiten und wo wir einfach merken, dass wir schneller und effizienter werden. Das sind vielleicht nochmal zwei Darstellungen aus unserem Decision Room, den wir bei uns bei Raumgleiter haben. Auf der linken Seite die Präsentation, zentral über ein überdimensionales iPad, was an der Wand hängt, wo die 3D-Modelle einfach per Touch gedreht werden können, erläutert werden können. Und alle sind konzentriert und schauen nach vorne. Und
Jeder hat die Möglichkeit, nach vorne zu kommen, auch selbst sich davon zu überzeugen, stimmt das, was mir da erklärt wurde. Und auf der anderen Seite noch, als sich die Jury dann aufgeteilt hat in Gruppen, in Zweiergruppen, in Dreiergruppen und nochmal die individuelle Beschäftigung auch wieder am Touchscreen mit dem Projekt und das schnelle miteinander vergleichen können. Also nicht irgendwie nochmal auf die andere Seite des Raums laufen müssen und gucken, was hat jetzt der Beitrag nochmal dargestellt, sondern einfach wirklich an einem, mit einem Tool, mit einem Werkzeug eigentlich die Projekte miteinander switchen, vergleichen und ja, eine Bewertung treffen können. Das möchte ich noch zeigen. Ich selbst kenne es von der Hochschule. Ich mache noch einen Master jetzt nebenbei in digitalem Bauen. Und es gibt diese Dreiecksbeziehung zwischen Menschen, Prozessen und Technologie. Und was wir hier machen, ist, wir erzählen viel über Technologie und manchmal denkt man so ein bisschen, das wäre das Allheilmittel, aber letzten Endes ist es eigentlich wirklich so, dass der Mensch eigentlich so im Zentrum steht und dass es wirklich ganz stark darauf ankommt, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir zusammenarbeiten. Und eben, die Technologie alleine hilft uns nicht, wir müssen auch die Prozesse dementsprechend anpassen. Und das führt sich auch, also das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Wettbewerb, sondern in diesem ganzen Zyklus, den Matthias vorhin schon gezeigt hat, des digitalen Plans und Bauens, geht es eigentlich darum, dass man Prozesse ändert, die geändert werden müssen, weil vom Analogen 1:1 ins Digitale zu übertragen, ist eigentlich nicht möglich. Da möchte ich gar nicht so lange bei bleiben. Das waren einfach positive Effekte nach dieser ersten Phase. Also die Teams haben einfach nicht so lange gearbeitet, wie sie sonst gearbeitet hätten, haben sie gesagt. Also sie haben bis zu 50% eigentlich Zeitersparnis gehabt, weil sie bis zum Schluss eigentlich am Modell arbeiten konnten. Und dann haben sie irgendwann mal einfach den Upload-Knopf gedrückt und dann war das Modell bei uns. Sie haben sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert, weil wir auch ganz klar gesagt haben, das ist eigentlich der Rahmen und mehr wollen wir nicht, mehr brauchen wir nicht, weil wir wollen das und das damit machen. Wie ich schon gesagt habe, alles ist sichtbar. Ja, man kann nichts mehr verstecken, man kann nichts mehr beschönigen. Man erkennt frühzeitig Probleme, über die man sich kümmern muss, gerade wenn man komplexe Geländetopologien hat, die man sonst im Schnitt oder ja, vielleicht schon im physischen Modell verstanden hat, aber im Prinzip mit der Arbeit mit dem 3D-Modell werden Sachen offensichtlich und man kann schnell reagieren. Dieser interdisziplinäre Dialog war sehr spannend unter allen Teilnehmern, auch die Leute, die noch nichts davon bisher gehört hatten oder für die das was ganz Neues war, haben sich darauf eingelassen und ja, es war ein sehr spannender Prozess. Ja, und wir haben einfach wichtige Learnings generiert, die wir jetzt sukzessive eigentlich in unsere Verbesserungs- oder die wir halt verbessern möchten, um da halt wirklich eine Best Practice draus zu machen. Auch das möchte ich nur ganz kurz zeigen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Bericht des Beurteilungsgremiums von dem Dani Mehnert. Da sind Begriffe hinterlegt, innovativ, pilotartig, stufen- und phasengerecht, aufschlussreich, viel Motivation. Dann fallen Begriffe wie Fokussierung, ja, eben dieser Satz da unten, ein anderer Aspekt, der sehr erquickend war, betraf die inhaltliche Diskussion, die wir innerhalb der Beurteilung hatten. Und dann gibt es noch dieses Wort oder der Begriff der blitzschnelle Vergleich, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also das waren Sachen, die einfach sehr positiv angekommen sind bei allen Beteiligten. Und vielleicht da nochmal zwei Beispiele. Links ist eigentlich der Sieger aus dem städtebaulichen Entwurf gewesen und auf der rechten Seite sieht man die Phase Design, also wie das jetzt letzten Endes in Architektur gemündet ist. Und klar gab es eine Idee von Materialisierung, aber solche Dinge wurden eigentlich mehr mit Referenzen gezeigt und mit einer Art Moodboard, wo man gesagt hat, ja, das können wir uns vorstellen. Aber es war jetzt gar nicht wichtig, dass man das jetzt schon auf so einem Hochglanz-Rendering präsentiert, sondern wichtig war einfach so die Aussage über die Architektur, die Qualität des Städtebaus, die
die Qualität der Fassade, der Fassaden zum Platz und eben natürlich auch die Grundrisse, die wir hatten. Das ist jetzt im Prinzip eigentlich nur die perspektivische Darstellung. Ja, what's up next? Ich habe es vorhin schon gesagt. Also wir sind gerade wieder dran an einem Studienauftrag in Bern, auch wieder ein zweistufiges Verfahren. Dann gibt es noch einen Studienauftrag in der Westschweiz, wo wir die französischsprachigen Kollegen jetzt auch abholen. Und es gibt noch eine Arealentwicklung in der Zentralschweiz. Also eigentlich muss man sagen, dass dieser erste Wettbewerb ein großer Erfolg war und dass das jetzt, ja, dass sich das weiterentwickelt. Und danach geht es in die Phase Engineering, also dann geht es darum, die Sachen wirklich umzusetzen und weiter zu planen. Und ich hoffe, nachher können wir noch mal zeigen, entweder im Virtual Reality Case oder bei unserer App, wie man die Projekte miteinander vergleichen konnte. Aber jetzt gebe ich erst noch mal wieder zurück an Matthias. Ja, und wenn man jetzt den Toni so gehört redet, haben wir so das Gefühl, ja, Visualisierung ist tot, er untergrabt da quasi unser eigenes Geschäftsfeld. Ganz so ist es natürlich nicht. Also wir haben, Visualisierung ist nach wie vor ein grosses Thema. Gerade im Zug, weil wir eben die 3D-Modelle haben, kann man auch sehr schnell und dann effizient Visualisierungen generieren. Man sagt einfach immer, jedes Produkt zu seiner Phase, zu einem guten Zeitpunkt. Also es ist tatsächlich so, dass man auch heute nach wie vor in der Vermarktung gross dann noch eine Visualisierung wieder einsetzt. Ich denke, das kennen sicher der Grossteil. Ich sehe da hinten zwei Herren, die beschäftigen sich sehr intensiv mit dieser ganzen Thematik. Das sind einfach so zwei, drei Beispiele. Eben, das ist, die Geschichte gibt es ja schon länger. Also, Raumgleiter hat ursprünglich auch mal angefangen mit dieser ganzen Architekturvisualisierung. Was jetzt aber natürlich viel mehr dazugekommen ist, je länger, je mehr ist die ganze Geschichte, da reden wir vielleicht von 4 oder 5 Jahren davon, das ist Augmented Reality, das ist Virtual Reality, das sind Konfiguratoren, das ist die Interaktivität, wo zum einen sicher Zusammenhang mit der Computerleistung, die einfach immer besser geworden ist, dass man so Sachen auch inzwischen abbilden kann. Gerade Augmented Reality, ich weiß nicht, so vom Altersdurchschnitt, aber ich hätte der eine oder andere an Pokémon Go, sagt euch etwas. Das war der Hype, das erste wirkliche Augmented Reality Game, das mal den Durchbruch geschafft hat. Und zwar ist vielleicht als Unterschied Augmented Reality, Virtual Reality. Augmented Reality ist immer eine Überlagerung von der Wirklichkeit. Microsoft nennt es im Moment Mixed Reality. Also es ist immer, wenn man die Wirklichkeit hat und etwas drin hineinlegt. Also sei es ein Modell auf dem Tisch, sei es ein Pokémon da draußen auf der Straße. Das hat immer einen Zusammenhang mit der Wirklichkeit. Im Gegensatz dazu ist Virtual Reality. Das sind andere Brille, dort macht man auch komplett zu. Dort geht es darum, an einen anderen Ort, eine völlig andere Welt wirklich einzutauchen. Und je mehr dass man eintaucht, desto besser ist das Erlebnis. Das geht hin bis zu Ton, also dass man den Ton dazu nimmt, dass man so sich wirklich in einer anderen Welt verlieren kann. Zurück zu Augmented Reality. Einer von der Ausläufer ist Microsoft HoloLens. Das ist so die Virtual Reality Brille. Wir haben zwei im Büro, es ist ein besserer Prototyp, das kann man ja so sagen im Moment. Es ist noch nicht dort, wo es sein könnte, aber ich denke, das wird einmal noch kommen. Ja, Hardware, das braucht einen Moment, bis man kommt, aber das wird etwas passieren. Was wir aber haben, das beste Augmented Reality Device, ist nach wie vor ein Smartphone, das hat jeder im Hosensack. Also da können die Konfiguratoren, das ist, wo wir da sehen, ist ein Wohnungskonfigurator, wo man, das ist ursprünglich mal ein iPad-App, die ist glaube ich schon 6 oder 7 Jahre alt, wo man auf die Baustelle stehen kann, durch das iPad durchschauen und hat hinten dran seine Baustelle gesehen. Das geht inzwischen so weit, eben verschiedene Konfiguratoren, da zeige ich nachher gerne noch schnell 2, 3 Beispiele. Wir haben eben ein Smartphone-App, wo man auch das Modell wieder auf den Tisch legen kann. Wir haben aber gemerkt, dass das Architekturmodell auf den Tisch legen ist bei gewissen Fällen wünschenswert. Also wir haben einen Turnschuhhersteller, der für Visitenkarten seine Turnschuhe projiziert hat für eine Demo. Aber Architekturmodell, wenn man es kann, direkt am Bildschirm anschauen kann, haben wir auch im Zug vom Wettbewerb gemacht, machen wir das eigentlich lieber so inzwischen. Was dann aber eigentlich spannend wird, ist die ganze Virtual Reality-Geschichte. Das können wir nachher da noch nachschauen. Also wir haben da mit Crowdhouse zusammen die Installation können jetzt den letzten Monat auch hier stehen lassen. Wir können da nachher gerne mal in eine Wohnung hineinschauen. Da haben wir den Vorteil, dass wir eigentlich vor dem Spatenstich schon sehr früh in die Wohnungen hineinstehen können.
Das geht darum, dass Eigentümer ihre Wohnungen konfigurieren können. Dann können Mieter ihre zukünftige Wohnung anschauen, obwohl noch nichts steht. Also wir können sehr viel früher in den Prozess eingreifen. Wir können Wettbewerbsjurierungen machen, wo man bereits kann durchlaufen kann. Das ist ein Video. Wir haben dankenderweise auch inzwischen eine kabellose Lösung. Die gibt es noch nicht so lange. Also das Kabel ist weg, also die Immersion, wie man das nennt, kommt immer sehr viel mehr drin. Das war bei uns die erste Testphase gewesen. Und dann geht es je länger mehr in der Kette. Also es geht auch darum, schlussendlich muss man auch Projekte verkaufen. Also mir hat mal im Studium jemand gesagt, ein guter Architekt ist nicht zwingend der gute Entwürfe macht, sondern der sich einfach gut verkaufen kann. Das ist nach wie vor auch so. Also man muss sich können präsentieren. Und da gibt es verschiedenste Tools auch. Das ist ein Wohnungskonfigurator, wo man für Verkauf können machen. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob man den da so aufmachen kann. Also gut. Was man da sieht, ist ein Verkaufskonfigurator, wo eigentlich aus dem ganzen 3D-Modell heraus nachher verschiedenste Varianten konfiguriert worden sind. Das ist das Ziel, das ist ein Käufer am Schluss dahinter. Also der hat die Wahl, wir haben zwei Grundrissvarianten, die er umschalten kann. Wir haben hier unten verschiedene Designlinien, also man kann auswählen, was man gerne für eine Designlinie. Und kann da nachher individuell konfigurieren. Also wir haben hier Chromstahlabdeckung, schwarz. Das passt dementsprechend da an. Wir können das Paket ändern. Also wir haben hier immer live eigentlich auch die Mitsicht. So kann ein Käufer komplett durchgehen. Einbauschrank, will er einen, will er nicht. Also wir konfigurieren hier inzwischen ganze Wohnungen, also immer mit der visuellen Repräsentation. Da geht es von Platten, die in der Designlinie wieder drin sind, Unterbaumöbel, Parkettgrössen, wo man Regentusche. Wir haben hier oben immer Kosten. Also wir sehen auch den Zusatzpreis, den er jetzt hier so durchkonfiguriert hat. Und ganz am Schluss geht es auf Konfiguration drücken. Ich kann mal schnell machen, theoretisch sollte das schaffen. Und es kommt ein Kaufvertrag raus. Also das ist wirklich da, wo wir da sehen, was wir da konfiguriert haben. Einbauschrank, kein Unterbaumöbel, die ganzen Kostenübersichten. Und am Schluss haben wir da bereits Unterschriftkäufer und Unterschriftverkäufer. Also das ist tatsächlich, das ist ein reales Projekt, das ist nicht irgendein Demo-Case, das ist im Moment so in der Vermarktung. Also das ist eigentlich so der Abschluss von der digitalen Kette, dass man es dann auch so kann verkaufen. Das Ganze haben wir jetzt hier, ich sage mal, in 2D, also wir haben eine zweidimensionale Variante. Die ganze Variante, die ganze Geschichte gibt es auch in dreidimensional. Genau, da kannst du mir den Ton schnell abschalten. Das ist noch eine Variante, die wir haben. Es gibt dreidimensional. Die linke Maustaste hilft. Auf dem Tablet funktioniert es auch mit dem Umschauen. Da können wir in den Räumen hineinstehen. Wir haben wieder die gleiche Variante. Wir haben wieder eine Konfiguration. Der Käufer kann auswählen. Interessant. Es geht von Wohnungen. Das ist ein SW-Beispiel aus dem Wohnungsbau. Bürokonfiguratoren haben die verschiedensten. Im ganzen Zug ist dann auch die digitale Kette, also in dem Moment, wo der Käufer sagt, das ist so gespeichert, da sind wir im Moment, ja, das ist tatsächlich noch eine Utopie, das wird aber kommen, dass man sagt, wir gehen mit dem wieder auf die Baustelle, dass das Modell, die Konfiguration soll natürlich dann auch wieder zurückgehen zum Architekt, zum Verkäufer, zum GU, zum TU, wer immer die ganze Ausführung macht im Bauen, dass der auch die Infos hat, dass er mit einer Vorstellung 150 Wohnungen eigentlich der Paket und die Ehrenauszahlen und Millionen Konfigurationsmöglichkeiten. Und das ist nachher wieder eigentlich mit dem IFC, wo man sagt, wir gehen das wieder zurück ins Modell. Also das ist eigentlich wieder der Input-Output, den wir mal angedrückt haben. Das sind die interaktiven Elemente. Das ist mit der Virtual Reality auch Kundenbetreuung vor Ort. Plus nachher auch Ausschreibungen. Also wir haben die Möglichkeit, sehr einfach eine Ausschreibung zu generieren. Wir wissen nachher eigentlich, wie viele Quadratmeter Parkett das man bestellen muss. Und haben so wieder eine sehr effiziente Sache. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen in der Ausführung tätig sind und erst mal ein Demo schreiben müssen. Statt es von Hand die Türen durchzählen. Einige wissen das. Und wie ein Modell. Man muss es am Schluss einfach können. So können
Und dann so also eigentlich als Abschluss vom heutigen Tag, dass wir dann wieder in die Gesamtstädtebau-Projekt, also wir haben den Kreisbeschluss gemacht und gehen eigentlich vom Anfang bis am Ende in das Städtebau-Thema. Das ist ein Projekt mit der Riemannstadt AG, die wir im Moment haben. Da geht es darum, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, das ganze Klimatal von Zürich bis auf Baden digital zu erfassen. Bestand haben wir mit Google können erfassen. Also Google stellt uns Daten zur Verfügung, ausnahmsweise mal nicht umgekehrt, sondern wir können tatsächlich von Google Daten rüber. Unsere Vision ist, dass wir sämtliche Projekte haben, die bis 2050 sollen bauen werden. Das sieht so aus. Ich kann da schnell eins weitergehen. Das sind die ersten Screenshots aus dem Modell. Wir haben da verschiedenste Projekte, das geht von Städtebauentwicklung bis hin zu individuellen Einzelprojekten. Also das ist ein Zentrum von Schlieren, ist eine Tramhaltestelle, wo sie jetzt von der Libertalbahn am entwickeln sind. Und sie sagen, ja, sie werden das eigentlich kommunizieren. Für das, was wir 3D-Modelle haben oder bereits einfach generiert haben, kann man das sehr einfach noch wieder da reinladen, updaten. Wir haben im Moment mit der Firma Analyse das Projekt, dass wir die digitale Zonenordnung am Einführen sind. Da geht es darum, wir haben Tausende von Gemeinden oder Hunderte von Gemeinden in der Schweiz. Jeder hat eine eigene Zonenordnung. Beim einen ist der Abstand 3 Meter, beim anderen ist der Abstand 4 Meter. Beim einen ist die Gebäudehöhe über dem Wasserträger, beim anderen ist es von einem Nullpunkt aus. 100'000 verschiedene Varianten. Und dort ist das Ziel mit der Maschine Learning, digitale Bauzonen und so umzusetzen, dass wir da innen nachher abbilden können, was ist tatsächlich für jede Parzelle möglich. Also wir nehmen das ganze Konstrukt von dem Moment der Gemeindetätigkeit, setzen das um, rechnen das für jede Parzelle nachher, also wir wissen nachher, was haben wir für Gebäudeabstand, was haben wir für Abstandsgrenzen, dass wir auch so kann, sehr schnell und effizient als Architekt schaffen. Weil im Durchschnitt ist jeder Architekt pro Projekt eine Woche mit so einer WZO beschäftigt. Ich sehe da hinten nicht jemanden, ich kenne die Thematik. Und es sollte eigentlich möglich sein, dass man sagt, ja, wir haben das Projekt, wir gehen mal schauen, was ist auf der Parzelle überhaupt möglich. Man kann sich dann noch einschaffen, bevor man überhaupt irgendwelche Utopien herstellt. Das sind eben noch zwei Projektseiten, das ist der Stadtplatz Schlieren, den wir im Moment haben. Der ist auch kombiniert mit einem 3D-Scan. Plus noch ein Niederfeld, das ist wieder der Städtebau. Eben, also das ist dann wieder so die grosse Thematik, wo wir aber auch immer wieder abdaten. Und ich kann es aber auch interaktiv da, also im Moment entwickeln. Es gibt eine Plattform, die jeder selber herunterladen kann. Ich habe das Biografik, was dann auch interessiert zum Detail. Ja, und jetzt würde ich mal so gerne ein bisschen darüber fragen, ob so gerade ein paar Fragen herum sind. Wie ist schlussendlich die ganze Digitalisierung, wie es der Dan gesagt hat. Es geht nicht um Technik, es geht nicht um Prozess, es geht nicht um E-Mail, es geht nicht um irgendwelche Webkonferenz, es geht am Schluss um Menschen, es geht um Kommunikation, es geht um echte Projekte, es geht immer um Emotionen.